Laut übereinstimmenden US-Berichten ist es heute zu einem großen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA gekommen. Demnach soll unter anderem der seit über einem Jahr inhaftierte Wall Street Journal-Reporter Ivan Gershkovich freigelassen worden sein. Sein Fall ging um die Welt. Wen die USA dafür im Gegenzug freilassen, das wurde zunächst nicht bekannt. Gershkovich war unter dem Vorwurf der Spionage in Russland verhaftet worden. Und wir wollen dazu gleich zu unserer Kollegin Isabel Finzel blicken. Isabel, was bedeutet diese Entwicklung? Was läuft da im Hintergrund? Also in der Tat, es wurde ja viel spekuliert in den vergangenen Stunden und in den vergangenen Tagen, ob es einen großen Gefangenenaustausch geben könnte oder nicht. Die Hinweise verdichten sich und jetzt eben auch mit dieser neuen Meldung, dass Gershkovich eben offenbar freigelassen wurde, verdichten sich die Hinweise natürlich auch weiter, wenngleich es noch keine offizielle Bestätigung von Seiten der Bundesregierung, von Seiten der US-Behörden beziehungsweise auch noch nicht vom Kreml gibt, dass es eben einen größeren Gefangenenaustausch geben wird oder gibt. Ja, schauen wir uns doch mal die Hinweise an, über die viel spekuliert wurde in den vergangenen Stunden. Gershkovich, der wurde ja erst im Juli verurteilt zu 16 Jahren Haft in Russland. Und die USA wollen den US-Journalisten eben gerne frei bekommen. Das eben haben viele als einen möglichen Hinweis gesehen, diese Verurteilung im Juli. Gleichzeitig Rico Krieger, der Deutsche, der in Belarus in Haft sitzt, der wurde auch vor einigen Wochen dort zu Tode verurteilt, jetzt aber gleichzeitig am Dienstag erst vom belarussischen Machthaber Lukaschenko begnadigt. Ja, und in Russland sollen in den vergangenen Tagen einige politische Gefangene, die dort in Haft sitzen, verschwunden sein aus ihren Haftanstalten. Und da haben eben einige auch Hinweise sehen wollen, dass da möglicherweise ein Gefangenenaustausch vorbereitet wird, dass die dort verschwunden sind, eben möglicherweise Teil eines solchen Gefangenenaustausches sein können. Und auch im Internet, ja, da kursieren Spekulationen. Einige, die haben sich über Flightradar Flugverbindungen, Flugbewegungen angeschaut und wollen da auch mögliche Hinweise auf einen Gefangenenaustausch erkennen. Aber wie gesagt, bislang noch keine offizielle Bestätigung dazu. Wie heikel ist denn das Ganze? Ja, ein solcher Gefangenenaustausch, wie groß er am Ende auch sein mag, ist natürlich immer eine heikle Angelegenheit. Das mag auch erklären, warum sich die Bundesregierung auch dazu bislang noch nicht offiziell zu diesen Spekulationen geäußert hat. Russland, das ist bekannt, hätte ja gerne den sogenannten Tiergartenmörder zurück, würde gerne den sogenannten Tiergartenmörder, der in Deutschland in Haft sitzt, frei bekommen. Der wurde verurteilt von einem Berliner Gericht wegen des Mordes 2019 an einem Georgier im Berliner Tiergarten. Da gibt es eben auch mahnende Stimmen, beispielsweise von CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der in dem Zuge bei uns im Interview eben auch gesagt hat, ja, da müsse man wirklich ganz genau austarieren. Deutschland müsse da ganz genau austarieren. Man dürfe nicht zu früh, auch nicht zu leichtfertig einen verurteilten Straftäter, einen verurteilten Mörder freigeben im Gegenzug gegen den Austausch von politischen Gefangenen. Der Preis dafür, der müsse entsprechend auch hoch sein. Dankeschön, Isabel.